Der Messeturm. Ich bin also wieder in Frankfurt und der Kollege hier im Hintergrund, der zeigt tapfer nach oben und das ist schon so mehr oder weniger der Einzige, der in so einer guten Stimmung im Moment unterwegs ist. Denn der Markt zumindest mal, der ist es nicht, denn der ist aktuell sehr, sehr stark auf einer Abwärtsseite unterwegs. Das ist für die Charttechniker gar nicht so sehr überraschend. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie man da drauf gucken kann, wie man auf diese Idee kommt, in welche Richtung der Markt geht. Stichwort nochmal Schubrichtung. Dann eine korrektive Gegenbewegung und dann die Fortsetzung abwarten. Stichwort ebenfalls Trigger. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Also diese Frage, die ist aber schon Geschichte. Die Frage ist jetzt, wie weit geht denn die Bewegung möglicherweise noch? Mit was müssen, können, dürfen wir denn noch rechnen? Ist da noch mehr Musik drin? Und tatsächlich ist das nicht gesagt. Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen. Ich sehe allerdings, dass wir weit genug gekommen sind, dass die Ersten früher oder später jetzt überlegen, wollen wir noch, müssen wir noch, dürfen wir noch. Wie kann man sich der Sache nähern? Naja, eine Sache ist, dass man mal drauf schaut, wie Gegenbewegungen sind. Wenn der Markt jetzt mal nach oben kommt, kommt er stark nach oben. Und damit meine ich nicht, ja, wenn der Kurs schon wieder die Hälfte nach oben wieder gut gemacht hat. Das wäre natürlich zu lang, so lang muss es ja gar nicht sein. Aber wenn der Markt ein bisschen nach oben kommt, dann mal genau drauf gucken, sind das Schubbewegungen, ist das heftig in eine Richtung, so ähnlich wie das, was wir jetzt abwärts hatten, nur halt auf einer kleineren Ebene. Oder ist das eher so ein wackeliges Ding, was wir beim DAX vorher hatten, als letzte Zwischenaufwärtsbewegung? Ich denke, das ist auf den ersten Blick durchaus unterscheidbar. Wenn wir weiterhin wackelig auf der Aufwärtsseite sind, dann durchaus nochmal auf die Shortseite gucken. Dann müsste sich das eigentlich nach unten nochmal fortsetzen. Dafür würde zumindest mal viel sprechen. Deshalb meine Einladung an Sie. Gucken Sie ruhig auch mal da drauf, was die kürzerfristigen Charts machen. Ich weiß, nicht jeder ist in der Charttechnik unterwegs und nicht jeder guckt gerne den kurzfristigen Chart an, weil man ja auch möglicherweise abends erst dazukommt und erst in Ruhe dann da drauf gucken will. Da sagt man sich auch, was soll ich mir 15 Minuten oder 5 Minuten Charts angucken? Das ist doch Quatsch. Ich will Sie nicht verführen, in dieser Zeitebene zu handeln. Im Gegenteil, bleiben Sie auf der etwas längeren, wenn Sie sich darin wohlfühlen. Aber nutzen Sie die Informationen aus den kürzerfristigen Charts einfach, um dort ein bisschen die Struktur der Bewegung aufzufassen, um dort ein bisschen zu erkennen, wo ist die deutliche, die dynamische, die impulsive Bewegung und wo ist die eher korrektive, die eher schwache, die abwartende, die zögerliche Bewegung. Und ich glaube, man muss nicht studiert haben, man kann alleine an der Wortwahl schon ziemlich gut diese beiden Bewegungstypen unterscheiden. Wenn Sie das mal nicht können, dann können das wahrscheinlich viele auch nicht und dann ist die Situation am Markt unklar. Auch ich, der das ganz lange schon mache, kann das nicht immer. Es ist nicht so, dass ich in jeder Marktsituation die beiden Seiten klar unterscheiden kann. Aber wenn man sie klar unterscheiden kann, dann ist das eine sehr, sehr gute und wertvolle Aussage. Wir haben es beim DAX gesehen, jetzt nochmal 2% ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber Minus, das ist schon mal eine Hausnummer. Nicht ganz so klar ist das Bild in Amerika. Dort haben wir zwar auch teilweise die Schubbewegung, aber das Gesamtbild sieht ein bisschen anders aus, denn wir sind eher überschneidend abwärts. Das heißt, da sieht das Bild sogar tendenziell eher positiv aus, wobei ich noch nicht so richtig auf die Käuferseite da springen mag. Trotz alledem im Kleineren vielleicht gibt es da nochmal die Möglichkeit. Dazu könnten auch Termine helfen, die zur Veröffentlichung anstehen. Die heutigen, die sind jetzt ja quasi durch, da muss man nicht mehr wirklich viel erwarten. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für den morgigen, für den übermorgigen und so weiter Tag. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Earnings Season, das heißt, die Unternehmen veröffentlichen gerade ihre Ergebnisse, ihre Zahlen, ihre Gewinne, ihre Dividenden beispielsweise. Das heißt, da kann auch bei einzelnen Titeln und gegebenenfalls in gewissen Branchen dann nochmal Schub entstehen, weshalb auch Unterschiede möglicherweise im Moment beim Nasdaq gegenüber den Blue Chips, dem Dow Jones beispielsweise, dann eben entstehen. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen Anregung gegeben habe, in welche Richtung Sie gucken können, in welche Richtung Sie gucken sollten. Ich hoffe, dass Sie was draus machen können. Das werden wir uns gleich bei den Märkten angucken. Da sehen wir uns wieder, wenn Sie dann mögen. Bis dahin, alles Gute für Sie.